hier ist der Stahlverbieger und das sind ja eure 5 Minuten. Heute gibt es mal eine kleine Info. Ich hatte eigentlich schon ein Video dazu gemacht, aber irgendwie habe ich mir gedacht, das ist alles viel zu lang und zu viel bla bla, ausnahmsweise mal zu viel bla bla. Es hat sich ergeben, dass ich Kontakt... Ich mache es ganz kurz. Es hat sich ergeben, dass sich bei mir ein Joachim gemeldet hat und ja, der ist seines Zeichens Mitarbeiter der Firma Ibanez und Meinl Deutschland, also dieser Meinl. Meinl ist ein Vertrieb für Musikinstrumente in Deutschland. Die vertreiben Sachen wie Ortega-Gitarren, das sind hier ne, Akustikgitarren, dann Mesa Boogie Amps, Daddario-Saiten und eben halt auch Ibanez. Ja, und der fragte mich dann, die sind natürlich dann irgendwie, ist ja klar, auf meinen YouTube-Channel gestoßen, kann man sich ja denken. Und ob ich an einer Zusammenarbeit interessiert wäre. Die Zusammenarbeit sieht dann halt so aus, dass die mir definitiv mal ein paar Instrumente oder sowas schicken und dass ich dann eben halt ein Video drüber mache und dann eben halt mal, was weiß ich, ein kleines Review oder eine Vorstellung, sagen wir es mal so, eine Vorstellung dieser Instrumente. Review ist ja immer sehr relativ, wie ich finde. Ne? Und ja, und da habe ich mir natürlich gedacht, warum nicht? Das bietet sich an. Ne? Also ich habe ja schon eine kleine Kooperation mit Slatin, dem Gitarrenbauer. Der ist dann eben halt für Sachen zuständig, Kundenwünsche. Ne? Also wenn jetzt eben halt jemand eine Gitarre gebaut haben möchte oder er möchte einen Hals gebaut haben oder die Gitarre neu bundiert haben oder irgendwas gepimpt, also verbessert haben, eine Gitarre, neue Mechaniken. Da ist Slatin der absolute Ansprechpartner, weil er halt Gitarrenbauer ist und eben halt der Fachmann, der Handwerker. Und Ibanez ist eben halt ein Vertrieb und das kommt sich, wie ich finde, auch eigentlich überhaupt nicht ins Gehege. Für mich hat sich diese Zusammenarbeit, deswegen, ich habe einfach drüber nachgedacht und für mich ist es einfach auch interessant, weil ich immer von euch tierisch viele Anfragen bekomme, hier taucht diese Gitarre was, taucht diese Gitarre was. Und ich lebe leider in einer Region, wir sind mit Musikläden hier nicht gerade reich besät. Also ich muss mindestens 50 Kilometer fahren, damit ich in einen Musikladen komme. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist dann immer noch ländlich. Das heißt, die Auswahl ist da trotzdem dann nicht so groß. Das heißt, ich habe eh ein ganz kleines Fenster. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn die mir was zuschicken und wenn ich auch mal eine Neuheit bekomme, die eigentlich noch gar nicht im Laden hängt, ist das natürlich ganz geil, wenn man sowas wirklich mal in die Hand bekommt und es mal testen kann. Und dann kennt man auch den Preis davon und dann kann man natürlich auch mal sagen, ob das für einen Anfänger oder weiß der Geier nicht was, schon was ist. Ne? Das ist natürlich klar. Deswegen habe ich mir gedacht, das ergänzt sich eigentlich super. Ne? Ich kann was für meine Zuseher tun. Klar, das beschränkt sich jetzt erstmal auf Ibanez-Gitarren. Das ist ganz klar. Allerdings muss man, wer meine Videos ein wenig länger gesehen hat, der weiß, dass ich auch vorher schon, also ich sag jetzt, also ich fange jetzt nicht an zu sagen, ja, Ibanez sind die besten und tollsten Gitarren der Welt. Wenn man mal ein paar Videos von mir anguckt, dann weiß man, dass ich sowieso Ibanez-Fan in Anführungsstrichen bin. Und auch schon diverse ziemlich teure Signature-Modelle habe, die ich mir natürlich auch selber gekauft habe und nicht irgendwie geschenkt bekommen habe. Aber wie es denn so will, ihr könnt jetzt nur einen Gitarrenhals sehen, hat mir der Vertrieb dann von Ibanez schon zwei super coole Schätzchen geschickt, die ich eben halt mal, ja, bespielen darf, ne? die ich benutzen kann, jetzt eben halt, ne? Und ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich werde zu diesen Gitarren auf jeden Fall noch ein kleines, ja, kleines Video in detaillierterer Form machen, vielleicht auch mit einem Soundbeispiel, weil ich finde, Soundbeispiele sind immer sehr relativ. Also ne, in welchen Amp stecke ich das, wie nehme ich das auf, was spiele ich für Musik. Das wird meistens den Gitarren, die man in, finde ich, die man bei YouTube-Videos findet, meistens nicht gerecht. Also wenn ich irgendein Soundbeispiel mache, dann muss man bedenken, ja, das ist jetzt so eine Momentaufnahme von so einer Gitarre das spiegelt gar nicht mal unbedingt immer das Spektrum, was diese Gitarre kann wieder oder wofür sie gedacht ist. Bei Ibanez ist es durchaus so, wenn wir jetzt mal die drei oder vier großen, fünf großen Hersteller, was gibt es denn eigentlich für Gitarrenhersteller? Es gibt natürlich die Platzhirsche, die die alten etablierten Gitarrenmodelle bauen. Gibson und eben halt Fender und sämtliche Unterfirmen davon. Ne? Squire als Billigversion oder eben halt von Gibson eben halt Epiphone. Ne? Aber die haben ja eben halt ihre traditionellen Gitarrenmodelle. Es gibt ja von Gibson so eine Handvoll und es gibt eben halt von Fender so eine Handvoll Gitarren. Ne? Also Modelle. So, und daraus hat sich ja irgendwann mal die Firma Ibanez, ist ja sehr alt. Nebenbei gibt es natürlich auch noch sowas wie ESP, davon die billige Version LTD,
Music Man, davon die billige Version Sterling und so weiter. Ne? Das, die gibt es ja dann auch noch alle, diese, das sind ja so die anderen Global Player, Paul Reed Smith kann man da noch nennen eben halt. Ne? Und dann eben halt, ich sag mal so, der Rest, den könnte man wahrscheinlich als Marktbegleiter. Oder eben halt noch die totalen Nobelmarken, Sur-Gitarren und sowas eben halt, ne? Wo es dann wirklich ans hier Portemonnaie geht oder sowas. Ne? Schabel darf ich nicht vergessen. Kramer vielleicht auch noch und so weiter. Ne? Und dann gibt es jetzt ja nun auch schon, ich hole noch mal ein bisschen aus, wenn ich gerade dabei bin, dann gibt es natürlich auch Künstler, die ihre eigenen Firmen gerade auf die Reise bringen. Also Eddie Van Halen zum Beispiel, EVH-Gitarren, werden gebaut oder lizenziert, wie auch immer, von Fender. Aber das ist so seine eigene Produktlinie, das nennt sich dann der EVH, Eddie Van Halen. Ne? Also da gibt es eigene Top-Teile, Gitarren und so weiter. Und dann Zach Wild fängt jetzt auch an, wie hieß das, Wild Music, glaube ich, oder so ähnlich, oder Wild Amps oder sowas. Da gibt es aber auch Verstärker, macht er jetzt in Lizenz, und Gitarren. Ich glaube, die Gitarren werden von Schecter gebaut, wenn ich das richtig bekommen habe, mitbekommen habe. Ne? Und Zach Wild hat ja nun seit, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber seit 50 Jahren spielt er ja Gibson Gitarren. Und der ist jetzt auf die Idee gekommen, selber zu produzieren. Okay, das war der Abriss in Sachen Gitarren. So, und jetzt hat Ibanez ist schon eine sehr alte Firma. Und hat man ja versucht, dass die traditionelle Form der Les Paul, sag ich mal, und der Stratocaster weiterzuentwickeln. Und daraus ist dann eigentlich diese, kann man schon sagen, die eigenständige Form der RG geworden. Und das ist das häufigste Modell, wie ich denke, was Künstler spielen. Also das ist ja die abgewandelte Form der Steve Vai-Gitarre mit dem Monkey Grip und so weiter, ist eigentlich eine Ibanez RG. Und die Urform. Ne? Und in den Anfangstagen hat Ibanez, wie viele japanische Firmen, einfach kopiert, also Kopien von Les Paul-Gitarren und Stratocaster-Gitarren gebaut. Bis es denn, ich sag mal so, in den 80ern mit diesen ganzen Gitarrenschreddkünstlern, diesen ganzen Wahnsinn, die so in diese eigene, die wollten halt Gitarren haben, die eine Humbucker haben, die Tremolo-Systeme haben, die das und das und das und das können. Vielleicht auch vom Design sich einfach ein bisschen abheben, ne, im Gegensatz zu den traditionellen Modellen. Und daraus hat sich dann eben halt eigentlich letztendlich Ibanez als mitbestimmt, also ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ist mitbestimmt einer der größten Gitarrenhersteller mit der Welt, zusammen mit Fender und Gibson, garantiert. Und lange Rede, kurzer Sinn. Hier die Gitarren, ich hoffe, ihr, Alter, ist das geil? Ist das geil? Ist das einfach geil? Also das ist geil. Das ist die Iron Label Serie. Die genaue Produktbezeichnung, ich kenne sie gar nicht genau. Also ich versuche mal das hier wieder zu lesen. Also wenn ihr da mal nachsuchen wollt. Das ist eine sechsseitige Iron oder Iron Label. Ich meine, die kostet grob 700 Euro. Hat auch die Marzio Pickups drin, Tonabnehmer. Und hat Planet Waves Locking Mechaniken hinten dran. Ne, ihr seht schön, dreistreifigen Hals. Ist schön naturbelassen mit einem Ahorn-Griffbrett. Sowas wollte ich immer schon mal haben. Eine Gitarre, ich habe keine Gitarre mit einem Ahorn-Griffbrett. Aber das sieht doch mal edel aus, oder was? Das hat immer was. Und ich glaube, das ist, Moment. Also es ist eine RGDIX6. Ich glaube, wenn ihr danach sucht, werdet ihr dieses Ding hier schon finden. Und die gibt es in diversen Farben. Ich glaube, das letzte wäre dann der Farbcode. Das ist da, glaube ich, dann, hier steht dann MRW. Fragt mich bitte jetzt nicht, was das heißt. Ne, aber das ist die genaue Produktbezeichnung dieser Gitarre hier. Und trifft witzigerweise meinen Kern. Nur ein Volume-Regler, Switch für die Pickups. Sie sind leider nicht splittbar, ist aber jetzt keine Dramatik. Also wer das jetzt wollte, der könnte da auch noch was nachrüsten. Wenn man das unbedingt will, dann holt man sich hier einfach so für den Volume so ein Push-Pull und dann könnte man die Pickups auch noch splitten. Fertig, ab. Ne, und also ich weiß zwar nicht, ob es mit den Pickups drin ist, ich weiß nicht, ob die vier Adris sind, ob es damit geht, aber das wäre so ein Ding, da kann man dann selber mal ein bisschen basteln. Hammergeile Gitarre, oder? Also super cool. Ich finde das einfach super geil. Und der Gag an der Gitarre, weswegen, das ist ja bis dahin eigentlich erstmal eine normale E-Gitarre, die hat aber eine längere Mensur. Mensur bedeutet die Länge der schwingenden Seite, also vom Sattel bis zur Brücke hin. Und hat eine längere Mensur und ist ab Werk auf D normal gestimmt. Das heißt, alle Saiten zwei Halbtöne tiefer. Und diese längere Mensur soll bewirken, dass eben halt bei solchen tiefereren Stimmungen die Gitarre einfach geiler klingt, auf gut Deutsch gesagt, ne? Dass sie eben halt besser intoniert. Ich habe die Gitarre jetzt ein paar Tage, ich spiele da, der Gag ist, sogar mit der Werkseinstellung, wie sie mir aus dem Karton in die Hand fiel, kann man mit der Gitarre schon mal gleich loslegen.
Ich habe jetzt ein paar Tage gespielt. Es sind natürlich keine Stahlsaiten drauf. Ihr wisst, ich habe eben halt so ein kleines Allergieproblem mit Nickelsaiten. Deswegen, also die habe ich jetzt noch nicht getauscht. Das muss ich aber tunlichst mal machen. Und wenn ich Stahlsaiten drauf habe, dann muss ich das eben halt auch nach meinen Bedürfnissen mal ein bisschen einstellen, das ganze Ding. Es ist aber so, ich war erstaunt. Ich kenne das auch ganz anders, wenn man in einen Musikladen geht und man nimmt sich mal eine Gitarre von der Wand. Und das Witzigste daran, die habe ich aus dem Karton genommen und die war gestimmt. Also, ne, die hat bei der Reise, die sie erlebt hat, nicht irgendwie den Stimmungstod gestorben. Wahnsinn. Die Gitarre hat eine feste Brücke, was eigentlich diese Locking-Mechaniken von Planet Waves meiner Meinung nach vollkommen unnötig macht. Aber hier hat man wohl gedacht, doppelt ne, hält besser. So, das Schätzchen habe ich zugeschickt bekommen. Also es ist wirklich eine coole Gitarre. Und ich finde eben halt, also nicht nur eine coole Gitarre, sie sieht auch mal anders aus. Ne? Auch mit der braunen Decke, das ist so ein, ja, das ist so ein tiefes Braun, so leicht, man sieht so leicht die Riefen drin. Also es ist nicht drüber gekleistert, sondern das Holz, man kann noch die, es fühlt sich ein wenig unbehandelt an und sieht auch so aus. Also man kann die Poren da noch sehen. Ne? Und die Rückseite ist eben halt auch komplett hell. Ne? Also es sieht schon, also es ist mal was anderes. Ne? Also und das ist das, was mich damals auch an Ibanez generell, was ich gut fand. Ibanez, wenn man sich mal den gesamten Produktkatalog anguckt, also ich will jetzt gar nicht anfangen hier bei diese Lupulei, aber jetzt ist das auch anders. Also Fender und Gibson stellen auch sämtliche Formen, Farben und so, also Formen nicht, aber sämtliche Farben und Bedürfnisse kriegt man ja heute auch schon. Man kriegt ja schon Les Paul-Gitarren jetzt mit Tremolo-System, also ein Kram. Aber die oder eine der Firmen, die angefangen hat, auch mal wirklich eine Blau, Grün und auch was weiß ich nicht für Gitarren zu bauen, das war nun wirklich definitiv in den 80ern Ibanez zusammen mit ein paar anderen Herstellern. Aber Ibanez ist eben halt der Größte, als Größter draus hervorgegangen. Und das habe ich an dieser Firma schon immer cool gefunden, dass sie doch versuchen, auf Kundenwünsche einzugehen. Das sieht man auch, wenn man jetzt mal die Produktpalette durchguckt. Es gibt von Ibanez, wenn man jetzt mal in dem Heavy-Sektor bleibt, ja auch schon teilweise neunseitige Gitarren. Und die siebenseitige Gitarre kommt auch von Ibanez zum Beispiel. Ne, damit ist Steve Vai ja angefangen eben halt. Und das hat sich ja in der Metal-Szene schon vollkommen etabliert, siebenseitige Gitarren zu spielen zum Beispiel. Ne, aber ich muss auch wieder ausholen, auch Ibanez ist aber auch im Jazz-Sektor, auch bei solchen Gitarren, ne, halbakustische Gitarren und so, auch immer irgendwie hat eine unglaublich große Produktvielfalt da und versucht auch jedes Jahr neue Modelle, also es gibt fast jedes Jahr neue Modelle, auf den Markt zu bringen, also von der Farbe und eben halt auch ab und zu mal neue Inputs zu liefern sozusagen. Also diese Firma traut sich noch was. Ne, also bei, ich sag jetzt mal, bei Gibson und Fender, ja Mann, dann kommt in der ne, dann heißt das Traditional sonst was 2014 und dann ist das einfach letztendlich eine stinkenormale Les Paul, die einfach am 12. Button Inlay hat, wo dann Anniversary sonst was draufsteht. Da hat sich dann irgendein Filmjubiläum ausgedacht. Auf einmal ist die Firma, ne, die Firma gibt es seit 50 Jahren, da auf einmal gibt es das 120-Jährige. Versteht auch kein Mensch. Ne? Die andere Gitarre, die seht ihr hier noch. Da ich ja noch eine zweite Band habe, in der wir ein bisschen Heavy-Metal-Kram machen, gibt es von dieser Serie, das ist letztendlich die gleiche Iron-Label-Serie, gibt es die siebenseitige Version. Und das ist die, ich glaube, die hat sogar dieselben Pickups. Es ist eigentlich alles das gleiche, selben Features, auch Locking-Mechaniken dran. Ist auch eben halt selbe Holzkombination, ne, feste Brücke, was ich ja liebe und was ich auch eigentlich bei tiefer gestimmten Sachen, diese siebenseitige ist übrigens auch, hat eine längere Mensur als normale siebenseitige Gitarre und hat eben halt auch ein Standard-Tuning, was nochmal ein ganz Ton tiefer ist. Das heißt, die tiefe Seite bei dieser siebenseitigen Gitarre ist jetzt nicht wie bei normalen siebenseitigen ein H oder B, sondern ein A, also auch ein ganz Ton tiefer alles. Sicherlich kann man diese Stimmung auch ändern, das ist natürlich klar. Ich kann auch diese Gitarre trotzdem in einer normalen siebenseitigen Stimmung spielen. Das ist völlig klar, das geht alles. Auch mit einer längeren Mensur kann ich das bewerkstelligen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Super Ding. Und mein Kollege in unserer Band, hiermit grüße ich Archie, der hat sich letztens nämlich auch eine siebenseitige bestellt von Ibanez,
Und zwar die FanThread. Es gibt FanThread, was ist das? Gefächerte Bünde. Es gibt ein 7-Seiter Ibanez-Modell. Ich kenne die Produktbezeichnung jetzt wirklich nicht. Aber wenn ihr nach FanThread, also das wird F-A-N-N-E-D, Threads guckt, dann gibt es nur ein Ibanez-Modell. Das gibt es als 7- und auch 8-Seiter, glaube ich. Als 6-Seiter, glaube ich, leider nicht. Und die hat gefächerte Bünde. Was ist das? Die Bünde hier sind ja gerade. Und bei der jetzt zum Beispiel sind die Bünde so gefächert. Die laufen hier so schräge los und gehen dann eben halt wie so ein Fächer in die hohen Lagen. Ne? Irgendwo am, ich weiß nicht, am 12. Bund oder so grob sind sie dann irgendwann mal gerade, so wie die hier. Und das, die Tiefen gehen ein bisschen in die Richtung und die hohen Lagen gehen ein bisschen in die Richtung. Also gefächerte Bünde. Und jetzt denkt jeder, ey Mensch, wie soll ich denn darauf spielen? Und ich habe die mal einmal kurz in der Hand gehabt bei uns im Probenraum und ich war begeistert, wie leicht man da drauf spielen kann. Was ist der Sinn bei gefächerten Bünden? Nennt sich normalerweise im Fachjargon Multiscale. Das heißt, durch die Fächerung der Bünde ist die Mensur der tiefen Saiten länger. Das heißt, bessere Intonation für die tiefen Töne. Die hohen Töne sind halt durch die schräge Anordnung, ist eine Mensur wie bei einer normalen Gitarre halt auch. Das heißt eben halt, es ändert sich nichts an der Bespielbarkeit, was das angeht. Der Sattel ist dann auch schräge angeordnet. Ist natürlich, sonst klappt das Prinzip natürlich, ist klar. Ne? Der ist auch gefächert. Und witzig, man möchte meinen, dass man auf so einer Gitarre totale Probleme hat zu spielen. Das stimmt aber nicht, weil eigentlich, wenn ich mal meine Hand so halte, ihr seht das ja, die Finger sind ja auch eigentlich leicht gefächert. Und auch wenn ich Akkorde spiele, ne? Bei so einer Gitarre, wenn ich jetzt mit zum Beispiel Ring- und Kleinfinger im gleichen Bund greife, dann müssen die Finger ja übereinander sein. Bei den gefächerten Bünden können sie tatsächlich ein bisschen nebeneinander sein. Also eigentlich eher so, wie die Hand auch ist. Das heißt, diese gefächerten Bünde sind eigentlich eine sehr natürliche Spielhaltung. Sicher gibt es ein paar Akkorde, wo man sich ein bisschen gewöhnen muss. Aber vom Prinzip her habe ich gedacht, Mensch, die Bespielbarkeit mit gefächerten Bünden ist eigentlich ganz geil. Die habe ich mir jetzt, ich durfte mir die Gitarren jetzt tatsächlich sogar aussuchen. Die habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, weil mein Kumpel die schon hat. Weswegen soll ich denn, ne? Deswegen wollte ich die hier gerne haben. Das war super. Nochmal danke an Ibanez, dass ihr mir die sofort ganz stresslos geschickt habt. Super geil. Ich bin, ne, ich schwebe gerade in Wolke 7. Oder auf Wolke 7. Und in dieser gefächerten Gitarre sind aktive Tonabnehmer drin. EMGs irgendwie. Und mein Kumpel ist da total begeistert von dieser 7. Ich habe diese jetzt noch nicht, die werde ich morgen erst über eine Amp spielen und meinen Probenraum ein bisschen anchecken und so. Sicherlich muss ich die noch ein bisschen einstellen, so auf meine Bedürfnisse. Aber es ist auch eine super geile Gitarre. Ich glaube, die liegt bei 900 Euro oder so. Und ich finde eben halt, es ist optisch mal was anderes. Es ist mal was Neues. Es sieht modern aus, es sieht cool aus. Und das finde ich einfach, wie gesagt, das ist was mich an Ibanez Gitarren schon immer fasziniert hat, dass man da sicherlich hat jede Firma immer mal so ihre Ups und Downs, aber das hat natürlich auch generell mit dem Musikmarkt, glaube ich, zu tun irgendwie. Also dass die siebenseitigen Gitarren zum Beispiel, dass die jetzt, eigentlich gehen die ja jetzt erst so richtig ab, diese Instrumente. Ich sage jetzt mal, vielleicht seit, sagen wir mal 3, 4, 5 Jahre, aber tut's diese Instrumente ja schon seit den 90ern. Und auch da muss man sagen, die siebenseitige Gitarre hat gebraucht, bis sie sich etablieren konnte. Und das ist eben halt mit Innovation, manchmal eben halt dauert es eben halt ein bisschen. Und da muss so ein Hersteller erstmal durchhalten können. Was habe ich in den 90ern, was haben da Leute für Dinge für Gitarren erfunden, was bei Gibson-Gitarren jetzt, dieser automatische, mit Motoren, das Tuning-System, sowas gab es alles schon in den 90ern. Es war aber, weil die Akkutechnik oder auch die Batterietechnik das nicht hergegeben hat, alles nicht praktikabel. Die Kopfplatten wurden viel zu schwer durch solche Sachen. Oder es gab den von Gibson, habe ich noch im Kopf, gab es mal den Robo-Rody. Das war ein Stimmgerät mit einer Drehmechanik dran. Und hat natürlich mordsmäßig Strom gebraucht. Das musste man in die Gitarre einstöpseln. Dann die Stimmmechaniken, also diese Drehmechanik auf die Stimmmechanik. Dann musste man die Saite anschlagen und dann drehte dieses Stimmgerät dann eben halt die Saite. Hat natürlich alles nur halb funktioniert, ist ja klar irgendwie. Das gab es alles in den 90ern schon. War aber eben halt aufgrund der noch nicht vorhandenen Technik Schwachsinn. Ne? Aber irgendwann hat sich sowas ja dann tatsächlich mal durchgesetzt. Wobei man sagen muss, dass dieses Stimmsystem, was bei den Gibson-Gitarren angebaut wird, Tronicle oder wie auch immer das heißt, das kommt gar nicht von Gibson. Das haben sie eingekauft. Das ist deutsches Know-how, witzigerweise.
was es nicht alles gab. Es gab mal ganz früher den, hat kein Mensch mitgespielt, den Hammerjammer, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war quasi so eine Klaviertastatur, das konnte man sich aufs Griffbrett klemmen, hatte man so sechs Anschlagspoller wie beim Klavier. Also, natürlich konnte man dann nur noch sowas spielen mit der Gitarre, weil man ja nicht mehr über diesen Bund rüberkam. Ne? Hammerjammer, was das nicht alles für Erfindungen gab, die sich irgendeiner, hat alles nichts gebracht. Also, ne, das war alles, ja, das war mal witzig, aber hat keiner benutzt. Es wird also, ich werde diese Gitarre nochmal detailliert ein bisschen vorstellen, natürlich auch mit ein bisschen Nahaufnahmen und so, dass man ein bisschen mehr sehen kann. Ich freue mich irgendwie über diese Zusammenarbeit. Es ist cool, es ist einfach cool, da mal ein bisschen auf die Profis vom Vertrieb her zugreifen zu können. Das ist total geil. Und vielleicht kann man dann eben halt, oder ich, vielleicht komme ich dann auch mal ein bisschen an Insider-Tipps ran, was es demnächst so gibt oder was so kommt, keine Ahnung. Das ist natürlich cool, kann nicht schaden. Und stay tuned, ne? Also bleibt dran. Es gibt garantiert immer wieder irgendwie Neuigkeiten.